Hallihallo, Hallöle. Ja, wer ist denn da? Nee, ja, willkommen zurück bei Sims 3. Ja, wir waren ja hier noch. Macht ihr denn da? Huch. Jetzt mal wieder aufklappen hier. So. Oh, Energie ist nämlich runter. Hygiene. Wollte nicht. Was? Ach so, der. Der quatscht da gerade. Mutis arbeiten. Der macht Hausaufgaben. Ah. Ja. Sieht ja eigentlich sehr gut aus, alles. Bisher. Ja. Wir haben ja gelernt bei den Sloths. Das Lord, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Naja. Ja, man sollte elektrische Geräte nicht reparieren, wenn man da keine Ahnung hat, weil sonst verrecken die Sims einfach mal. Also, das hatte ich bisher auch noch nicht und wusste ich auch gar nicht, dass sie da verrecken können überhaupt. Ich meine, gut, sterben, das geht, wenn man die Alterung. Moment, das muss ich auch noch erstmal gucken. Alterung. Alterung aktivieren? Nee. Okay. Ja, das muss ich mal gucken. Hoch. Schon wieder über. Oh. Schon wieder Überstunden. Du sollst Überstunden machen, um die Überreste eines explodierten Soufflés zu beseitigen. Das ist eine verflixt klebrige und zähflüssige Angelegenheit. Aber deine Kollegen wären dir unheimlich dankbar, wenn du sie nicht im Stich lassen würdest. Ziel: Mach Überstunden und hilf die Küche zu säubern, um Beziehungen deiner Kollegen zu verbessern. Jo, was. Ach, kann man ja gar nicht gucken, ne? Hey, sah eigentlich ja ganz gut aus. Machen wir doch mal. Naja, Energie, das geht noch so einigermaßen. Aber. Was mit ihm los hier? Energie, Energie. Was ist eigentlich im Park los? Ich will mal in den Park gehen und ich habe das immer noch nicht geändert hier mit dem Park. Also ein bisschen modifizieren. Wer ist das? Nancy Landgraf. Wer ist das? Sieht aus wie Alma. Bella Junggesell. Die sieht echt aus wie Alma irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die hat Ähnlichkeit mit der. Na gut, das Gesicht, das könnte man ein bisschen. Aber dann sieht die aus wie Alma. Na gut. Vielleicht mache ich die auch noch irgendwann mal rein. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder so, weil ich schon so viele drin habe. Ach, die Sarah Connor, die ist ja auch hier. Wer ist das? John Connor. Alter. Ach nee. Gibt's das? Der Arnie, der ist mal im Park. Wie geil. Das ist ja cool. Ja, der sieht auch so ähnlich aus wie er halt, ne? Mal ein bisschen runter. Ja. Alter, dann muss er gleich mal herfahren und mit dem Arnie quatschen, Alter. Das muss einfach sein. Das muss sein. Nee, warte mal. Erstmal kann er mal hier im Park. Wo ist denn der jetzt? Da ist er ja. Warte mal, dann geht er mal hier hin. So. Dann warte ich mal. Oh, der sucht bestimmt den John Connor. Um ihn zu beschützen. Ach Mensch. Das ist ja schön. Huch, wo ist denn der jetzt? Ach, der fährt jetzt erst los. Ich muss hier mal ein bisschen im Auge behalten, was die so machen hier. Ach, das ist ja geil. Wo ist denn der jetzt? Ach, da. So.
Der kann mal ja barsch begrüßen, das ist ein bisschen doof. Charmant begrüßen. Oh, nee, lieber nicht. So. Jemanden einladen. Ja, nee, jetzt erstmal nicht. Ja, das kann man machen. Ja, ich bin eine Arnie mit dem Pokal, ne? Limser. Ich werde dich terminieren. So. Mal gucken. Freundlich. Kennenlernen. Freundlich. Plaudern. Freundlich. Über Filme reden mit Arnie, ne? Bei Arnie würde ich eher über die Dings. Nee, ja. Ja gut. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen ja, kennenlernen. So. Wie heißen die? Wenn Sie Texte hören. Zu Johnny Moth. Selba. Ebla. Selba Nebnor. Du Zabaweeb. Florby McConso. Sada? Kadneeb. Über Skynet reden. Der will bestimmt über Skynet reden hier. Der Terminator. Ich bin Arnie mit Iron Granat in SMS. Na gut. Das passt jetzt nicht. Chief Johnny Safasi. Bernaba Gavazi. Shabaza Dawazi. Ja, angebissene Kekse, ne? Die kann man so schön terminieren. Ja, und so Sternenhimmelzeichen, so, weißt du, die kannst du auch terminieren. Ja, aber Sternzeichen, die sind viel zu weit weg. Das kann die gar nicht machen. Lass uns mal reden, Alter. That's a neg. Bebel nerd. Bebza. Zeep. Sascha, man. Nerd. Muss so ein Film gemacht, ne? So mit vier Teilen oder so. Wie waren die denn? Ja, ich hab so Tickets und so. Hab ich gerade zum Film gekriegt. Ganz umsonst, weil ich sie alle terminiert habe. Ja, du bist ja auch ein Star, Alter. Ja, ich bin ein Filmstar, Mann. Hier. Aber kannst du mir ein paar Tickets verschaffen zu dem Film? Was? Zu dem Film? Das kann doch nicht sein. Nee, das kann ich nicht machen, du. Lustig. Ein Terminator, der Grimassen schneidet, will ich auch mal sehen. So. Huch. Freundlich. Na, ach, der mag ja keine Kinder, oder? Weiß ich. Ich weiß gar nicht, was ich denen eingestellt habe. Er kann ein bisschen plaudern. Freundschaftlich. Nach Karriere fragen. Freundschaftlich. Kennenlernen. So, jetzt wird die Einstellung mal ein bisschen. Ich will mal ein bisschen gucken. Ich will mal wissen, wie er eine Grimasse schneidet, Alter. Das muss ja so witzig aussehen. Wenn ich die Kamera mal kriege hier. Ah. Muss das mal so machen. So. Huch, das mag er gar nicht. Ach, das ist ja scheiße. Für langweilig. Ja. Der ist ein bisschen schwierig, der Arnie. Aber der sieht nicht schon ein bisschen ähnlich. Vielleicht eine andere Brille noch so, die ein bisschen schwarz gewesen wäre, aber... Sonst... Oh, das bringt hier nichts, Alter.
Zorbu, Shagaza, Tawazi. Ja, denn John Connor, der eiert hier bestimmt auch noch rum. Branch. Ach, die Sarah Connor, die hält gerade ein Frühstück mit dem Polizisten. Das ist ja einfach allerliebst. Der John Connor, der, ja, der frisst hier gerade. Freundschaftlich begrüßen. So, weil das mit Arnie, ganz ehrlich, das hat keinen Sinn, wenn er nur Minus kriegt. Nachher schlägt der noch. Oder sagt, ich muss dich terminieren. So. Alter, wie die essen hier auch, ne? Das ist unbegreiflich, sowas. Die essen alle so komisch. Ich würde nie so essen, ganz ehrlich. Was macht denn der da noch? Alter. Jack Bunch. Bunch of Tools, oder was? Ach, der sitzt bloß noch. Länger bleiben. Oh, Energie ist ganz schön. Was? Wieso? Hä? Wieso das denn? Auf Arbeit oder was? Fähigkeit Gitarre lernen. Nee, vielleicht später. Ein Gericht zubereiten, das kann sie machen. Mit allen Kollegen anfreunden, das erstmal nicht. Das muss ich ein bisschen weiterkommen hier. So. Ja, die muss ganz dringend was essen. Schlafen muss er auch. Der Kollege, da gehe ich mal kurz nach Hause. Weil ich muss hier alle ein bisschen unterhalten hier auch. Weil die können ja auch nicht... Harndrang, Energie, Spaß. Ja, dann mache ich, da Spaß am wenigsten ist. Hausaufgaben hat er ja gemacht. Genau. Ja, dann kann er hier mal... Eine komische Konsole hier, ey. Dann kann er ein bisschen zocken. Hunger hat er ja nicht so. So, denke ich mal wieder zu Dings. Kann er mal mit John Connor reden. Und dann... Huch, so. Freundlich kennenlernen. Freundlich plaudern. Freundlich tratschen. Freundlich über Familie reden, das kann man ja auch mal machen. So. Ich werde dich terminieren. Ma, Dani. Zeep, Sasha, ma. Gazu, Cerno, PG. Worüber reden die denn so? Ja, ohne Sprechblasen ist es ein bisschen doof. Ich weiß aber nicht, woran das liegt jetzt. Nee, das wird eine Power. Hol mal miteinander reden, Alter! Mein Sohn, der ist total der Emo, Alter. Guck dir den mal an, ne? Was, ein Emo? Boah, der sieht ja kreidebleich aus. War der schon mal scheißen? Ja, nee, ich glaube noch nicht, aber der ist immer so. Alter, der kann auch nicht nur so weiß aussehen, den musst du doch mal scheißen schicken. Ja, mir ist das egal, wann er scheißen geht. Der sieht immer so, der sieht so oder so scheiße aus. Der ist halt mein Sohn, ne? Ganz der Vater. So. Kompliment machen. Freundlich.
Matratschen. Lustig. Auch ich hätte so gern gesehen, wie Arnie jetzt eine Grimasse geschnitten hätte. Das hätte ich so gerne gesehen. Grammatische Geschichte erzählen. Freundlich. Oder gibt es hier noch eine gemein nicht? Lustig. So. Larcy Moore. Lass uns mal wieder reden, Alter. Oh, der macht das jetzt. Ja, Labanlagen, ne? Die halten sogar Fliegen ab, wenn die losgehen, ne? Besonders wenn man arbeiten geht und Fahrrad fährt, sie aus dem Dreirad. Ich habe so mal so einen Pokal gehabt, ne? Das habe ich in den Arsch vom Einhorn geschoben und das dann angemalt. Ja, und ich könnte schlafen, Mann. Manchmal muss ich mir auch was einfallen lassen, auf die Schnelle, das ist ein bisschen schwierig. Oh, ich kann schon wieder pennen, Alter. So. Spezial? Familienbewusst. Von Kindern schwärmen. Freundlich. Kennenlernen. Freundlich. Tratschen. Freundlich plaudern. Wo, ich muss hier oben mal gucken. Vergesse ich ab und... Das geht schon wieder nicht. Ich klicke hier dauernd, aber es geht nicht. Das... Ich weiß nicht. Oh, jetzt. Zumindest das ganz hinten. Wusstest du, dass Nancy Landgraf Unmengen von Geld besitzt? Das hätte ich nie gedacht. Ja, pff. Man guckt ja eigentlich auch nicht auf den Kontoauszügen, ne? Also, das macht ja man ja nicht. Wusstest du, dass Gerhard Landgraf Unmengen von Geld besitzt? Das hätte ich nie gedacht. Oh. Also, das ist der schlimmer als die Stasi, ja? Guckt einfach mal in die Kontoauszüge, weißt du? Von den Landgrabs, weißt du, wo er nichts zu tun hat. Alter, das gibt's nicht. Das ist doch nicht gesund, sowas. Ein bisschen rumquatschen, das ist ja in Ordnung, aber so, naja. Ich muss erstmal gucken zu dem Sohn. Energie. Spaß hat er ja. Lass mal ein bisschen. So. Mal ein bisschen. Ich versuche mal ein bisschen mit Tastenkombis so ein bisschen zu arbeiten. Harndrang. Benutzen. Dann Bart nehmen. Dann kann er noch einen Saft trinken. Snack essen. Saft trinken ist bei Snack essen. Saft kann man ja auch essen. Das. Ja gut, wenn man es einfriert und dann kann man dran lutschen und so. Und ja. So, Harndrang ist denn erledigt. Baden auch. Hunger auch. Sozial. Hm. So, danach kann er denn schlafen. So. Und jetzt kann ich wieder zu ihm switchen. Und dann kann ich mal wieder hier ein bisschen... Urzanagi flug, Chobol flug, Nurbel Masavasaki, Sibu, Namagigago. Ich habe schon wieder keine Sprechblasen, das ist scheiße. Easy Zigiwa, Shazigadu, Hug, Absebepso, Shadu, Sazibi Gaza Zamsawu. Oh, der müsste auch mal nach Hause schnell. Ja komm, dann fahren wir nach Hause danach. Ja, ich kann mal pennen, Alter. Ich bin müde. Nur das Arschloch, der mich steuert, der lässt mich ja nicht pennen. Sieb,
Ach, Mutter ist auch nach Hause gekommen. Ach, sieht die Scheiße aus. Alter. Niemand plagt sich gerne einen explodierten Soufflé herum, aber du machst dich tapfer an die Arbeit. Deine Kollegen sind restlos beeindruckt und können dich jetzt noch viel besser leiden als vorher. Jo, das ist sehr schön.